This is in control. Yo, servus Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier auf dem In Control Channel. Und diesmal ist es was anderes, und zwar ist es Minecraft. Ja, ihr seht hier gerade Minecraft. Und wie der Müller mich hier gerade zumauert. Ja, wir fangen hier mal an. Wir machen hier so einen Rundgang, und zwar wir fangen an, ja, im Aussichtsturm von unserem Server. Er besteht noch nicht lange, jetzt knapp 3-4 Tage etwa. Und ja, ich zeige euch mal so ein bisschen den Minecraft-Server. Er ist auf der Whitelist, also ihr müsst auf der Whitelist sein, um spielen zu können, sprich er ist nur für In-Control. Und ja, wir begeben uns einfach mal runter. Auf der White, irgendwie so. Stimmt, ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich ja Teamspeak an habe. Jo, wie soll ich mal sagen, ich gehe erstmal zur Mine von Panic. Er baut sich erstmal ein halbes Schloss vor, damit man jetzt in die Mine kann. Ja, was ist hier zu sehen? Lauter Öfen, Kästen. Und Herr Müller läuft schon in die richtige Richtung, und zwar zur Mine. Hat aber seine scheiß Sachen vergessen, also muss er nochmal zurück. Lass mich mal durch hier. Ja, ich laufe jetzt nicht durch die Mine, nee. Ja, wie man ja, hier runtergeht, dann kann man hier runtergehen, dann ist halt eine Mine, ganz standardmäßig. Und, ach genau, einen kleinen Tipp für euch alle, wer noch Minecraft spielt. Ich denke, das sollten einige tun. So, gleich angekommen. Um effektiv hier irgendwas rauszusuchen, müsst ihr euch Gänge machen. Und zwar hier solche, da waren sie gerade. Da, solche Gänge. Dann macht man halt einen Block lang und dann lässt man wieder zwei frei und dann macht man wieder einen Gang. Wird auch in Minecraft Wiki hier halt beschrieben. So, hier sieht das Ganze aus. Ist effektiv, so findet man seine Sachen, und ja, dann können wir mal wieder rausgehen direkt. Ja, halt überall Fackeln, damit halt die Monster nicht spawnen, nicht das kennt man. Ja, Müller, wenn du jetzt hochkommst, ist ein bisschen spät. Ich denke mal, jetzt können wir uns zu der Burg begeben, wo wir alle unsere Häuser gebaut haben. Wie gesagt, ist noch nicht so lange on, deshalb steht noch nicht so viel da. Kommt aber noch, kommt noch. Jetzt bauen wir auch alle halt von Hand, ohne Cheaten. So, hier, Rückweg, die Mine. Und halt diese Burg vor der Mine. Alles Glas, Stein, Mühe gegeben wurde sich. Ich denke mal, da können wir zurück. So, hier der Aussichtsturm nochmal von außen betrachtet. Hier ist schon ein Anbau von Tech. Ja, jetzt gehen wir erstmal rein. Und direkt links Techs Haus, Admin hier natürlich. Rechts Amelius. Zu der Bruchbude braucht man nichts sagen. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Hier sieht man schon mal einen Eingang mit einer Truhe oder mit Truhen und einem Ofen, einer Werkbank. Ein Stockwerk höher ist halt so eine Sitzbank, Zierde, bla bla. Und hier der Anbau, hier ist noch nichts, der ist neu. Ja, zwei Betten. Hier waren glaube ich mal auch Betten, aber ja, ungeräumt. Dann hier die Terrasse, schön im Überblick die ganze Burg, wo wir auch unsere Häuser haben. Ein Swimmingpool mit irgendwas da drin. Weiß ja nicht, was das Bier sein soll. Und jo, genau, Müller geht schon in die richtige Richtung, und zwar Keller. Der Keller ist auch schön ausgebaut, schön gemütlich, wie ich finde. Mit Bücherregalen, haufenweise Kisten, einem schönen großen Kamin, Bücherregal, ja, hier geht's weiter, Kisten, Kisten, Kisten. Sein Mineneinstieg, wie man hier auch wunderbar lesen kann. Da, was gibt's hier noch? Ah, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, muss man glaube ich zensieren. Hier geht's jetzt Richtung Führerbunker. Erstmal ein schöner Swimmingpool, und wenn man den Schalter hier betätigt, sollte hinten die Wand aufgehen. Und dann kommt man in den Führerbunker, jawohl. Warte mal, ich mach das mal so eben, kommst du nicht mehr raus. Ja, dann mach ich. Ja, hier wieder ein schöner Kamin. Stil hat der Tech jetzt nicht, aber okay. Nein, hat er, sieht schön aus. Ja, hier geht's irgendwie weiter ins Nichts wahrscheinlich. Dann gehen wir hier direkt, unsere Häuser sind sozusagen unterbaut direkt, und ja, hier bilden sich bei mir im Haus gerade diese Skelette, die sollten mal entfernt werden. So,
Ja, hier ist mein kleiner Anbau. Wir sind gerade direkt unter meinem Haus. Hier baue ich ordentlich Melonen noch an und ja, untereinander sind unsere Häuser auch vernetzt. Wir haben es noch vor. Oh. Oh. Ja, da war hier. Ist der Bogen. Ja, komm. Schütze. Mich tri- komm her. Mich trifft er, ne? Ja, lass mal hochkommen. Kommt er hoch, kommt er nicht hoch. Ja, so ist weg. Ja, hier auch ein Kamin. Nein, es ist nicht abgeguckt. Nein. Ja, hier eine Sitzbank oder was auch immer sein soll. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Dann geht's hier hoch. Sind wir im Erdgeschoss. Paar Truhen, Öfen, jede Menge. Werden auch schön beheizt immer. Dann geht's noch weiter. Und das soll hier eine Küche sein. Irgendwie sowas von mir. Ja. Bisschen Fantasie muss sein in Minecraft. Eine Sitzecke abgetrennt durch Wald. durch Laub, sag ich mal so. Sonst, ja, zur Ziele halt Bilder und... Jo, dann gehen wir mal raus. Und zwar rechts der Brunnen. Hier ist schon ein bisschen verziert. Hier ist eine kleine Anlage noch von mir. Tagsüber, da wird jetzt nichts mehr sein. Nur noch halt, wie gerade schon gesehen, unten. Dann geht's hier runter zur VIP-Lounge. Das war echt hart Arbeit, was ich hier gemacht habe. Und zwar unter Wasser das Ganze. Hat ehrlich ordentlich Arbeit gekostet. Bin noch zwei, dreimal gestorben dabei. Ansonsten, ja, was kann man hier noch zu sagen? Nichts. Ist halt gemütlich eingerichtet. Hier versuche ich dann auch in den Back reinzubullen. Hier werde ich das wahrscheinlich alles öffnen. Und dann eine kleine Mineneingang oder sowas zaubern. Mal schauen. Hier Glowstone zur Beleuchtung, dass man auch schön alles sieht. Dann kann man hier auch wieder raus. Ja, es ist Nacht. Müller läuft hier rum. Das, servus. Jo, servus. Und das hier ist das ganze Hauptgebäude. Müller, wie nennen wir das? Rathaus. Ich mach grad Map-Kartei. Rathaus, genau. Ja, Rathaus, ja, wieso kannst du nennen? So, dann hier Moos Wohnung. Moos Taverne. Oh Gott, das zockt ja, oh Gott, ohne mich. Jo, ciao. Gut, das war's. So, das war's. Er war kurz dabei beim Live. Okay. Ja, er hat hier noch nicht viel gemacht. Eine Kiste, einen Ofen und eine Werkbank. Dann geht's hier mal runter in den Keller. Wie gesagt, schön alles, eigentlich relativ schön mit den Steinen. Ich finde, das sieht sehr geil aus. Und hier ein kleiner Kamin mit Fenstern vor. Wenn wir dann hier runtergehen, was... Nee. Will ich jetzt nicht machen. Dann ist auch nochmal alles mit Wolle und ein Weg zu der Hölle. Boah, sonst hier ist nicht viel groß zu sagen, halt Wolle, fünf eigentlich. Timo, du hast noch die Hälfte vergessen. Wieso? Gibt's noch mal eine Abkürzung zu Alex, also ja, check aus. Ja, es ist halt, wie gesagt, schon ist alles untereinander vernetzt, das braucht man nicht überall. Ne? Dann jetzt mal zur schönsten Wohnung überhaupt, Müller. ja, nee, er hat vorher schon Rohstoffe gesammelt, dies, das und... Deshalb baut er erst jetzt sein Häuschen hier, ist halt ein paar Kisten, eine Fackel, damit hier keine Monster spawnen. Und das war's auch schon, mehr ist da gar nicht zu sagen. Ja, und Jans Wohnung, wie ihr seht, riesengroß das Ding. Nur aus Glas wahrscheinlich. Ja. Ne, er baut auch noch. Aus Imberglas. Ja genau, unsichtbar Alter, Glas. Mein YouTube-Background, ich kann das Video nicht mehr anhalten. Oh, tragisch. Ne, Jan baut so. Noch, wie ihr gerade gesehen habt, Panik ist das, also Jan. Er baut sich vor der Mine halt irgendwie so eine kleine Burg und deshalb hat er das hier noch nicht angefangen. Er sammelt noch erst. Dann rennen wir mal hier weiter. Zack, zack, zack. Rechts geht's hier raus. Auf die weite Welt. Noch zwei Grundstücke kann man hier vergeben. Bäume ein paar und dann führt er auch Weg direkt dahin zur Panics Burg. Sag ich es jetzt einfach mal. Und in die andere Richtung geht's lang. Hier nochmal am Rathaus vorbei. Nochmal hier im Überblick. Und wer sich gerade fragt, ah, wie viele Slots hat denn der Server? Er hat 14 hier, wie ihr seht. Also nicht allzu groß halt für InControl. Das ist Selfons Wohnung. Er hat auch gerade erst angefangen, gestern Abend oder so. Oh, hier geht's runter. Hat er sich ein bisschen schon was eingerichtet. Hier geht's natürlich noch weiter runter. Ja, weiß jetzt nicht wie tief. Ja, ich würde sagen, das ist eine Mine. Das ist relativ unspannend. Und ich will ja auch mehr unsere Welt in Minecraft zeigen. So, ja, wie gesagt, er hat noch nicht viel. Müller stalkt mal wieder die Kisten durch. Bleibt doch da drin. Da. Rechts, The Auto 2. Ein, ja, Kollege von, ich glaube, Mo, oder? Mo? Keine Ahnung, weiß ich auch. Ja, ist Mo, ne, ja.
Hat sich auch ein bisschen eingerichtet, ein Häuschen gebaut. Draußen hier so ein paar Sachen. Ich glaube, ja, er hat es angespielt und dann bisher kam er noch nicht wieder. Deswegen ist ja noch nicht viel, ist auch nicht so spannend. Was allerdings ganz spannend ist und wo sich auch Mühe gegeben worden ist, ist dieses Gebäude hier. Und zwar, das ist der Shop von InControl. Wir können, wenn ich hier Schrägstrich im Chat eingebe, Money, dann sieht man hier Balance $30. Da könnten wir, wenn es hier noch die Kisten gibt, unsere Sachen verkaufen, wie zum Beispiel Sand, können wir verkaufen für $5 und dann kann man sich Diamanten für $50 sozusagen kaufen. Dafür sind halt hier die Einrichtungen. Wie ich finde, Mühe ist hier gemacht, also ist es mit Mühe gemacht, so richtig. Ja, schöne Glaskuppel, so soll es sein, schön gemacht. Wird halt noch alles eingerichtet, so wie es sich gehört. Dann hier unten auch noch die Shops. Ein Blümchen. ja, hier Wald. Weil in der Gegend, Leute, gibt es wirklich nicht viel Wald. Das haben wir uns rein editiert. Denn wenn ihr jetzt mal rausguckt, ich renne mal kurz hin. Da hinten sind nur Berge, ja. Vielleicht ein, zwei Bäume und mehr ist da nicht, deswegen. Ja, warum mehr gezwungen, sonst cheaten wir hier auch nicht, denn Minecraft zu cheaten ist einfach nur öde und das kannst auch gleich in den Creative-Modus gehen. Ah, ich fress mal kurz was. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, hier Häuschen, genau hier vom Monkey auch noch. Boah, relativ leer. Ich glaube, das wird auch leer bleiben. Find mal den Knaller. Ja, genau, ja, wird es, ja. Wird es auch. Das wird ein Knaller, ja, genau, es wird ein Knaller. Das Haus, das wird ehrlich ein Knaller noch. Ja, wir freuen uns drauf, wie es aussehen wird. Auf jeden Fall bombastisch. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier, kleiner Eingang, wie ist das? Ja, bombastisch. Ja, es wird halt, ne? Wortspiele rein müssen sein. Ansonsten noch Text Wohnung. Unterirdisch habe ich euch schon alles gezeigt, es ist halt relativ wenig noch, allerdings ich denke mal so in 3-4 Tagen sowas hier zu erreichen und zu erbauen ist schon eine Leistung, sind relativ oft on und noch viel, deswegen, ja, ich denke mal wir können auf unsere Werke bisher, was wir errichtet haben, stolz sein und ja, wer jetzt euch fragt, was ist das hier für ein Texture Pack, das ich hier gerade verwende, um euch das alles zu zeigen, es ist das Misa Texture Pack. Wer sich es holen will, der kann auf die offizielle Minecraft-Seite gehen. Dort findet ihr das und des Weiteren solltet ihr den älteren MC-Patcher nehmen, denn sonst geht das nicht. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, relativ wenig noch. Wie gesagt, wir sind alle auf der Wise-Liste, sprich, ihr kommt nur VIP-mäßig rein. Deshalb ist der Server noch nicht online, also für alle öffentlich. Wir überlegen uns vielleicht, den öffentlich zu stellen, aber wirklich nur vielleicht, wenn überhaupt. Ansonsten, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, wie InControl hier so spielt. Ansonsten würde ich sagen, man riecht sich. Und eventuell habt ihr auch Screenshots, Bilder oder sonstiges oder auch Erfahrung mit Minecraft, was wir auch noch so bauen könnten. Wir uns fallen jetzt momentan nicht so mehr die Ideen ein. Wir haben unsere Häuser erbaut, gebaut. Ansonsten, ja, vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir denn so machen können. Und eine Bitte noch an euch, Leute. Wer noch in Modern Warfare 3 noch ein paar Killfeeds hat, der möge sie doch senden, denn wir brauchen noch Videos für die Top 5 Plays. Wäre echt nett, wenn ihr das machen würdet. Auf meinem Channel werde ich es auch nochmal meinen Abonnenten sagen. Ansonsten war's das. Ich verabschiede mich. Warte. Ja, Panchi will auch noch was sagen. Ja, ne, zu den Top 5 Plays noch. Also achtet bitte darauf, dass die Videos Ton haben oder so, weil das kommt halt echt scheiße, wenn die Clips richtig geil sind und da kein Ton ist, dann, ja, das regt uns dann halt auch auf, weil die Clips einfach nur übelst nice sind. Also denkt bitte dran, dass, wenn ihr irgendwie Clips rendert oder so, dass ihr die Ton rendert, dass man auch die Schüsse hört und keine Ahnung, also den Ton halt. Ihr wisst, was ich meine. Und auch eine gute Quali, weil so eine, keine Ahnung, Drecksquali will keiner sehen eigentlich, also da gucken die Leute nicht gern zu auf YouTube und ja, das war es eigentlich soweit dazu. Jo, alles klar, ihr wisst Bescheid, Top 5 Plays, unser Minecraft Server mal im Überblick, denk mal, es wird noch ein Video folgen, ein Update, wie es dann so fertig ist, sag ich mal. Bis dahin Leute, man riecht sich, ciao.